Hallo und herzlich willkommen an dich bei Berlin Sessions mit der Tageslektion von Ein Kurs im Wundern, deinem Geistestraining von Jesus Christus, einem Geist von außerhalb von Zeit und Raum, der trotzdem vollkommen für dich verfügbar ist und seine Funktion nur die ist, die die gesamte Funktion eines jeden hier ist, nämlich die Erinnerung daran, wer er ist. Und Ein Kurs im Wundern ist im Greuthoff Verlag erschienen. Er ist in jeder Buchhandlung erhältlich und online ebenso. Wir sind heute in einer Idee von Schöpfung. Und vielleicht ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es nicht darum geht, eine weitere Information in deinen Geist aufzunehmen, eine weitere Information zu all den anderen weltlichen Informationen zuzunehmen und spirituellen Informationen, sondern es geht darum, dass dein Geist sich öffnet für etwas, was nicht in Konzepte zu legen ist, für etwas, was du erinnerst als dich selbst. Ein Moment der Möglichkeit, der Erkenntnis, dass dem hier nicht so ist. Lass uns einfach mit dem ersten Satz beginnen und lass ihn uns wirklich, wirklich anschauen als Möglichkeit, in Betracht ziehen als Möglichkeit der Erreichbarkeit deiner eigenen wahren Gedanken, die du mit Gott denkst. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes. Es bezieht sich auf nichts, was in dieser Welt zu finden ist. Es bezieht sich nämlich auf nichts, was unreal ist. Es bezieht sich auf das, was Wahrheit hat, was Wahrheit ist. Und damit bist du in diesem ersten Satz, bin ich in diesem ersten Satz, mit dem konfrontiert, was ich meine, mein Leben zu nennen, was ich meine, erledigen zu müssen oder was ich meine, was meine Funktion hier ist, als Idee, als Bilderansammlung von Mensch. Und ebenfalls in diesem ersten Satz ist enthalten, dass all das, was ich von mir denke, nicht real ist, dass es keine Bedeutung hat. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes. Und das ist das, was du bist. Unendlich an der Zahl und überall ohne jede Grenze. Es ist nicht begrenzt auf irgendeine Art und Weise. Keine Limitierung in Farbe, Geschmack, Textur, Form, Zeit und Ausdehnung, Geschwindigkeit, gut und schlecht, sondern es ist ohne Grenze, es ist ohne Bewertung. Nur die Liebe erschafft und nur wie sich selbst. Das ist die einzige Bewertung, die es geben kann. Es gab nie eine Zeit, wo all das, was sie schuf, nicht da war. Das heißt, es ist jetzt da. Und wer bist du, der du meinst, dass es für dich nicht verfügbar ist? Wer bist du, der du sagst, okay, es ist überall, es ist alles andere, aber nicht ich? Wer bist du, dass du von allem ausgeschlossen bist? Wie kann das sein? Was ist dieses Etwas, was außerhalb von allem ist? Es kann nicht existieren. Es kann nicht existieren. Es kann nur ein Gedanke, ein Glaubenssystem sein, was investiert in einen Traum, in eine Halluzination. Es gab nie eine Zeit, wo all das, was sie schuf, nicht da war. Auch wird es niemals eine Zeit geben, in der irgendetwas, was sie schuf, irgendeinen Verlust erleidet. Okay, wer bin ich, der ich denke, ich könnte Verlust erleiden? Dieses Konstrukt kann nicht existieren. Es kann nicht real sein. Und es kann daher keine Rechtfertigung geben, das weiter aufrechtzuerhalten in meinem Geist. Diese Idee von mir, von einer Person, einer Ansammlung von guten und schlechten Eigenschaften mit dem Namen Andreas, einem Körper, weiterhin hochzuhalten als etwas, was eine Ernsthaftigkeit bedarf, was einer
was Vorsicht und Aufmerksamkeit und geschicktes Überlegen bedarf, damit es weiterhin getrennt gehalten sein kann. All das ist eine Idee. Es ist eine Idee in meinem Geist. Und ich werde gebeten, sie nicht länger für voll zu nehmen. Ich werde gebeten, mich dem zuzuwenden, was wirklich ist. Und das ist die Schöpfung. Das ist das, was ich, was du wirklich bist. Das eine Selbst, die Liebe, der es nicht darum geht, zu verteidigen oder anzugreifen. Auf immer und auf ewig sind die Gedanken Gottes, bist du, ganz genau so, wie sie es waren und wie sie sind, unverändert durch die Zeit und nachdem die Zeit vorbei ist. Den Gedanken Gottes ist alle Macht gegeben, die ihr eigener Schöpfer hat, denn durch ihre Ausdehnung möchte er die Liebe mehren. So hat sein Sohn Teil an der Schöpfung und muss daher teilhaben an der Macht zu erschaffen. Was nach Gottes Willen ewig eins sein soll, das wird noch immer eins sein, wenn die Zeit vorüber ist und wird auch durch den Lauf der Zeit nicht verändert werden, sondern bleiben, wie es war, bevor der Gedanke der Zeit begann. Und egal, wie es vormals aussah, egal wie es eben noch aussah, egal wie es sich eben noch angefühlt hat, lass die Veränderung zu. Du musst, es gibt keinen Grund, an der Vergangenheit festzuhalten, weil du ein negatives Selbstbild von dir, eine negative Einstufung von dir realer hältst, als die vollkommene Tatsache deines Seins. Und hier in diesem Augenblick die Umwandlung deiner Gedanken über alles, was du meinst zu sein. Die Umwandlung, wenn hier irgendetwas real ist, in Raumzeit, wenn hier irgendetwas wahr sein kann, dann ist es der Wandel deines Geistes. Der Wandel deines Geistes dahin, dass Raum und Zeit nicht existiert, dass Raum und Zeit vollkommen deiner Kontrolle untersteht, indem du sie Jesus gibst. Deinen erwachten Geist in dir selbst. Also die Ernsthaftigkeit bezieht sich auf deine Hingabe auf das eine Ziel, auf deine Hingabe darin, dass du nur einen Weg zu gehen hast und diesen Weg bereits gegangen bist, dass er vollkommen für dich verfügbar ist. Dass nichts, was in der Welt geschieht, dass nichts, was dir deine physischen Augen zeigen, dich davon abbringen kann, oder was deinem Körper zu geschehen scheint, dich davon abhalten kann, deinen Geist über alles und jeden wandeln zu lassen, alles neu zu betrachten. Alles, was dich stört, alles, was dir Sorge bereitet, alles, was dir Angst macht, was dich in den Hass und in die Furcht bringt und in die Schuld, abzugeben, um Hilfe zu bitten. Und zu sagen, nein, meine einzige Funktion hier ist nur, glücklich zu sein. Und ich brauche alle Hilfe, die ich kriegen kann, um zu wissen, um zu erkennen, um zu sehen und zu erfahren, was das bedeutet. Meine Aufgabe hier ist nicht, mich in unzählige Rollen zu verteilen und unzählige Anforderungen an diesen Körper zu managen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich brauche nichts zu tun. Die vierte Frage ist beantwortet. Du bist über alles mächtig. Du kontrollierst die Welt. Das ist deine Welt. Du bist der Träumer hiervon. Du richtest dich nicht nach der Welt. Die Welt richtet sich nach deinen Wünschen. Die Welt richtet sich nach deiner Entscheidung darüber, was du sehen möchtest. Die Idee, dass du dich nach dem richtest, was vermeintlich die Gesetze der Welt sind, ist Wahnsinn, denn du hast diese Gesetze erfunden. Du hast sie buchstäblich aus out of thin air, einfach so aus dem Nichts hast du dir sie ausgedacht, ohne Grundlage. Und wenn du hinschaust, siehst du genau, dass du sie dir selbst beigebracht hast. Dass du diese selbst beigebracht hast, um getrennt sein zu können, um ein Individuum sein zu können. Um zu erkennen, dass es tatsächlich jemand anderes gibt.
um dir selbst die Illusion davon zu verschaffen. Aber es ist nach wie vor nicht wahr. Die Gesetze scheinen wahr zu sein, weil du sie aufrechterhalten möchtest. Genauso schnell sind sie in diesem Augenblick nichts weiter als eine Idee, die du übergeben kannst und dir Platz macht für eine neue Erfahrung, die nicht von Körpern berichtet, sondern die um dem Dahinschwinden der Wahrnehmung von Körpern, deines eigenen Körpers, der Welt, allem das, wovon du dachtest, dass es dein Zuhause wäre. Nicht, um dich heimatlos zu lassen, sondern um dir die Erinnerung daran sanft ins Gewahrsein zu rufen, dass du sicher bist, dass du immer sicher bist, dass du durch all die Leben, all die Tausende von Jahren, die du in einer Raumzeitidee verbracht hast, in der du einer Raumzeitidee gefolgt bist und gesucht hast, nach etwas, was du nicht finden konntest, dass du durch all das hinweg immer nur du warst und dass deine einzige Suche dem galt, die Begrenzung aufheben zu lassen, dein eigenes Lehren hinter dich zu lassen. Die Schöpfung ist das Gegenteil aller Illusionen, denn die Schöpfung ist die Wahrheit. Die Schöpfung ist der heilige Sohn Gottes, denn in der Schöpfung ist sein Wille mit jedem Aspekt vollständig, weswegen jeder Teil das Ganze voll enthält. Die Unversehrtheit seines Einsseins ist verbürgt auf ewig gehalten in seinem heiligen Willen. Jenseits jeder Möglichkeit von Schaden, jenseits jeder Möglichkeit von Schaden, wir sprechen von mir, wir sprechen von dir. Das ist das, was die Substanz, was das Sein, was die Wahrheit von Ich Bin ist. Jeglicher Schaden ist unmöglich, jegliche Sünde ist unmöglich. Von Vollkommenheit und irgendeinem Flecken auf seiner Sündenlosigkeit. Und das ist die Idee der Konfrontation mit deiner eigenen Gedanken und das Loslassen davon, das Erkennen davon, wovon das hier spricht, um die Umwandlung geschehen zu lassen, diese Idee von einer helleren Lichtreferenz zuzulassen, zu akzeptieren für dich, denn das ist das Mittel, es ist eins der Mittel, durch die du erkennst, dass es tatsächlich wahr ist, dass du tatsächlich der Sohn Gottes bist und dass du tatsächlich in diesem Augenblick erwachst. Wir sind die Schöpfung, wir sind die Söhne Gottes, wir scheinen getrennt zu sein in unserer ewigen Einheit und unserer ewigen Einheit mit ihm unbewusst. Doch hinter allen unseren Zweifeln, jenseits all unserer Ängste, herrscht nach wie vor Gewissheit, und das ist wahr, du weißt das. Denn die Liebe bleibt bei all ihren Gedanken, und ihre Sicherheit ist die ihre. Die Erinnerung an Gott ist in unseren heiligen Geistern, die ihr Einssein und ihre Einheit mit ihrem Schöpfer erkennen. Lass unsere Funktion nur sein, zuzulassen, dass diese Erinnerung zurückkehrt, dass nur Gottes Wille auf Erden geschieht, dass wir der geistigen Gesundheit zurückerstattet werden, und nur so sind, wie Gott uns schuf. Unser Vater ruft uns. Wir hören seine Stimme und wir vergeben der Schöpfung im Namen ihres Schöpfers, der Heiligkeit selbst, deren Heiligkeit seine eigene Schöpfung mit ihr teilt und deren Heiligkeit noch immer Teil von uns ist. Du weißt, dass dieser Ruf da ist. Du kennst den Ruf. Du kennst diesen Ruf genau. Und vielleicht ist das Dilemma da, ja, ich würde ja gerne antworten, aber ich weiß nicht wie. Aber du weißt genau wie. Es geht in jedem Augenblick nur darum, für einen Augenblick innezuhalten und zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Und das ist die Lektion von heute, Lektion 328. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Ich wähle, auf den Ruf Gottes zu hören, anstatt auf die Stimme des Ego, auf die Stimme nach Angriff und Verteidigung und Trennung. Also, das, was der zweite Platz zu sein scheint, ist der erste. Denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir Gottes Stimme hören. Es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden und dass unsere Unabhängigkeit von Gottes übriger Schöpfung die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Doch alles, was wir finden, ist nur Krankheit, Leiden und Verlust und Tod, wenn wir nach Unabhängigkeit streben, wenn wir nach Autonomie streben, wenn wir danach streben, die Dinge auf die Reihe zu kriegen,
die Dinge in einer chaotischen Welt für uns geregelt zu haben. Das ist Wahnsinn. Die Welt ist Chaos, es gibt keine Sicherheit da drin. Die einzige Sicherheit, die du dort finden kannst, und es ist eine starke Sicherheit, ist auf die Stimme zu hören, ist darauf zu hören, was jetzt gerade für dich ansteht, wo die Aufhebung deiner Blockaden stattfinden kann. Und das ist das, was Sicherheit ist. Das ist das, wo Ordnung in die Welt kommt, denn dein Geist wird bereit gemacht für eine Korrektur, für die Korrektur der Ebenen, für die Zurechtrückung dessen, was total verdreht und verzerrt ist. Deswegen der zweite Platz, denn der erste beruht auf einer Idee von dir selbst, die total in sich zerdreht und zerklüftet und gesplittert und gespalten ist. Deswegen der zweite Platz. Das ist nicht dieses Leiden, der Verlust, der Tod, die Krankheit, ist nicht, was unser Vater für uns will. Noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Was mit dem Seinen zu verbinden heißt, uns mit dem Sein zu verbinden, heißt nur unseren eigenen finden. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wiederzuerkennen. Es gibt keinen Willen außer dem deinen, und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon du möchtest, dass ich es sei. Es ist dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden und glücklich teile ich diesen Willen, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Die Quelle deiner selbst, die Quelle dessen, was du bist, ist nicht männlich oder weiblich. Es ist nicht das eine oder das andere, das eine und das andere. Es ist eine Quelle. Das, was wir als männlich, weiblich und so weiter sehen, sind nur Symbole. Es sind Symbole, die zweimal von der Wahrheit getrennt wurden. Es gibt keine Aspekte in der Schöpfung, denn die Schöpfung ist eins. Also, wir verwenden nur das, was uns gegeben wird, und das ist alles, um uns daran zu erinnern, dass wir wirklich ein Selbst sind. Eine universelle Theologie ist unmöglich, aber eine universelle Erfahrung ist notwendig. Und das ist das Hinausgehen über alle Symbole, die wir verwenden, um zu sehen, dass da wirklich ein Selbst ist. Dass da wirklich nur ich ist. Du bist ich. Es gibt keine Distanz zwischen uns. Es gibt keine Distanz zwischen uns. Du bist vollkommen, weil ich vollkommen bin. Und wir haben nichts mit dieser Welt zu tun. Das, was unser Ziel ist, ist das Loslassen von allen Ideen über uns und die Welt. Oder Gott, oder ein Kurs in Wundern, oder was auch immer. Denn nichts davon ist wahr. Unsere Ideen sind nur Symbole. Und das, was wahr ist, wird uns gezeigt. Ich danke dir, Bruder. Ich wünsche dir einen unglaublich fantastischen, wundervollen, erkenntnisreichen Sonntag. Und wir sehen uns buchstäblich in einem Augenblick. Diese Welt wird schneller vorbei sein, als du dir vorstellen kannst, denn sie ist vorbei. Es ist nur ein Schritt im Gewahrsein. Es ist nur ein dran erinnern, ach ja, es ist geschehen. Es ist tatsächlich geschehen. Die Auferstehung hat stattgefunden und es brauchte nur eine Auferstehung. Und das ist es. Wow. Danke, danke für dich. Ich liebe dich. Gott segne uns, jeden Einzelnen. Und noch eine Erinnerung an dich, dass, falls du Hilfe brauchst, falls du Erinnerung brauchst, dich mit einem Bruder verbinden möchtest, kannst du jederzeit die Berlin Sessions Hotline anrufen unter 030 120 74539. Ich danke dir. Bis gleich.